herzlich willkommen zu einem neuen Schlag den Sub-Video, und zwar für den Monat August. Und ich kann von vornherein schon mal sagen, der Monat war auf jeden Fall sehr erfolgreich. Okay, beginnen wir einfach mal direkt. Und zwar hatte ich Anfang August einen Ausgangswert von 217 Sub-Büchern. Ich habe insgesamt 16 Bücher gelesen. Davon waren 8 Bücher vom Quartals-Sub, 2 Bücher vom Lovely Book Sub und gleichzeitig im Prinzip auch vom Quartalssub. Ich habe 4 Rezensionsexemplare gelesen, keine Bücher aus der Bücherei ausgeliehen und dementsprechend auch nicht gelesen. Ich habe alle 3 Sub-Votings-Bücher gelesen, die ich im Monat August gezogen hatte. Und außerdem habe ich 3 E-Books gelesen. Das entspricht dann einem Stand vom Quartalssub von 11 von 15 Büchern. Das heißt, ich habe jetzt für den September noch 4 Bücher vor mir. Und der Lovely Book Sub, davon habe ich 14 von 24 Büchern gelesen. Ja, finde ich eigentlich auf jeden Fall auch erfolgreich. Da habe ich jetzt natürlich auch noch einige Bücher vor mir, aber ich kann schon mal so viel verraten. Diese 4 Bücher, die dann noch auf dem Quartals Sub liegen, sind auch gleichzeitig vom Lovely Book Sub. Also wenn ich die gelesen habe, bin ich auch schon ein gutes Stückchen weiter mit dem anderen Sub. Ja, Neuzugänge habe ich 5 zu verzeichnen. Ja, davon sind 5 Rezensionsexemplare. 4 davon habe ich bereits gelesen. 1 ist jetzt für den Monat September noch geplant. Und ja, dementsprechend habe ich nichts ausgeliehen, weder von Verwandten noch aus der Bücherei, nichts getauscht und auch nichts gekauft. Ja, also ich habe jetzt einen aktuellen Stand von 206 Sub-Büchern und das ist eine Bilanz von minus 11. Also ich habe 11 Bücher abgebaut und ja, läuft, oder? Also Schlag der Sub für den Monat August ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr, sehr erfolgreich. Ich glaube, das ist auch ja, die höchste Anzahl bisher in diesem Jahr, die ich irgendwie abgebaut habe. Und da bin ich auf jeden Fall stolz drauf. Und ja, weil ich vom Sub-Voting halt alle Bücher gelesen habe, dürfte ich mir theoretisch ein Buch neu kaufen. Mal schauen, ob ich das tun werde und wenn ja, welches es sein wird. Und ja, wie ihr seht, sehr erfolgreicher Monat gewesen, freue ich mich auf jeden Fall. Und wie ist euer Monat gelaufen? Wie viele Neuzugänge habt ihr? Wie viel habt ihr gelesen? Und ja, habt ihr mehr gelesen als gekauft oder andersherum? Das würde mich natürlich auf jeden Fall interessieren. Schreibt es mir doch in die Kommentare, wenn ihr Lust dazu habt. Und ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss!